Liebe Zuschauer, wir sind immer noch hier auf der Superboot 2017 und ich stehe nach wie vor neben dem Steve. Hallo Steve. Hallo, mir geht es immer noch gut, danke. Besser als gerade eben oder eher schlechter? Ein wenig schlechter, ja. Aber das hat jetzt nichts mit euch zu tun. Das freut mich sehr, gut. Vielleicht geht es dir gleich wieder besser, wenn du uns von diesem Gerät erzählst, der einen sehr, sehr schönen Namen hat. Er ist ja griechisch gemeint, aber wenn man ihn auf Deutsch ausspricht oder wenn man ihn so ausspricht, wie es gehört, dann klingt er nach? Nach nix. Nach nix. Aber er heißt eben nicht nix, sondern ich habe mich belehren lassen, es ist quasi der Nyx. Es ist tatsächlich doch der Nyx, ja. Weil ich habe gerade gehört, es wäre der Nyx und habe gedacht, ich könnte einen schönen Gag machen, aber in die Hose gegangen. So. Ich bin unsicher, aber ich glaube, wenn ich richtig recherchiert habe, ist es die Göttin der Nacht in Griechenland. Ah. Ja, das ist im Prinzip die neue Schwester vom Erebus. Also es ist keine Ablösung, sondern es ist einfach ein neues Produkt, was etwas anders aufgebaut ist. Das heißt, der Erebus bleibt auch? Der Erebus bleibt ganz normal im Sortiment. Nyx hat einen anderen Filter, hat die gleichen Oszillatoren wie der Erebus, aber hat einen anderen Filter, hat nämlich genau genommen zwei Filter, einen 24 dB Filter und einen 12 dB Filter und die kann man eben verschiedenst verschalten, die kann ich halt hintereinander legen, was ganz spannend ist. Ich kann das Signal aufsplitten, dass ein Oszillator eben in den 12 dB geht, einer in den 24 dB und kann die eben auch unterschiedlich modulieren, womit ich eben auch ganz spannende Sachen machen kann. Das ist auch so ein bisschen das Stichwort, wenn man auf den Nyx draufschaut, dann findet man eben keine klassischen Hüllkurven mehr, sondern es gibt hier drei sogenannte Modulatoren und diese Modulatoren kann man entweder eben als Hüllkurve benutzen, aber ich kann die eben auch umschalten als LFO. Das ist eigentlich ganz spannend, weil dadurch habe ich sehr viele Modulationsmöglichkeiten. Und wie gesagt, kurz zum Filterdesign. Sind eben zwei Filter, die ich gleichzeitig betreiben kann oder eben hintereinander betreiben kann. Und es gibt noch eine große Besonderheit. Viele Leute sind großer Fan vom Delay im Erebus, weil das auch halt eben klangformendes Element war und was so den Charakter von dem Erebus ausgemacht hat. Und hier gibt es keinen Delay, aber hier gibt es ein ganz besonderes Reverb. Und das Reverb kommt auch aus Griechenland. Das ist eine Company, die heißt Crazy Tube Circuits, sind quasi Nachbarn von Dreadbox in Athen. Ich würde sagen, wir hören mal ganz kurz rein, haben einen ganz kurzen Soundcheck. Also das ist jetzt einfach hier ein Oszillator, ganz trocken. Hier hört man typischen Dreadbox-Charakter vom Filter. Jetzt mal den zweiten dazu regel. Ich mag diesen Filter einfach unglaublich gerne, klingt echt ziemlich gut. Ich habe hier verschiedene Filtertypen, habe eben einen Lowpass, ziemlich cool, einen Highpass auch. So, aber jetzt kommen wir mal zu meinem Lieblingsfeature, das ist eben genau hier dieser Hall. Hier ist nochmal trocken, wenn ich jetzt den Hall reinregel, entstehen hier so Klangwolken. Das ist so der Instant Space und wenn man dann eben so Sachen macht. Lebt das Ding. Ne? Ja. Toll, wirklich toll. Wie beim Erebus gibt es ja auch nochmal ein Patchfeld, wo ich Sachen modulieren kann. Mhm. Ich kann zum Beispiel den Hall auch über ein LFO steuern. Aber ich denke, man kriegt so einen Eindruck, was man damit machen kann. Es ist ein unglaublich spaciger Sound und der Hall ist einfach ein Bestandteil der Klangerzeugung. Mhm. Mir gefällt es richtig gut. Mir gefällt es auch richtig gut. Also tatsächlich gerade der Hall, unfassbar, welche Weiten da plötzlich entstehen von einem, sagen wir mal, doch rudimentären zwei Oszillatoren-Ding. Ne? Ja. Also, tolle Sache. Wann sehen wir den bei uns im Laden? Jetzt. Jetzt? Ihr müsstet eigentlich schon ein paar, ihr habt sogar schon ein paar bekommen, die waren relativ schnell weg. Ja, deswegen sehen wir den dann doch nicht. Genau. Ja, genau. Aber ihr habt auf jeden Fall einen in der Demo und bekommt jetzt auch wieder kurzfristig Nachschub, also auf jeden Fall nach Köln fahren und antesten. Nachfrage ist echt riesig, wir freuen uns.
Und ja, wir werden in den nächsten Wochen halt auch genug ausliefern können. Mhm. Ja. Ach super. Ja, ich werde mich da, was haben wir heute für einen Tag? Freitag, ne? Freitag, ja. Dann werde ich mich am Montag da mal bei uns in der Abteilung mal ranstellen und mal ein bisschen testen. Und genau dasselbe, liebe Zuschauer, solltet ihr auch tun. Der Nyx von Dreadbox. Ja, bei uns im Laden oder online zu bestellen. Und ja, ich würde sagen, was haben wir denn da? Mit einem selbst gebrauten griechischen Mineralwasser. Hochprozentigem Mineralwasser stoßen wir da auf. Wunderschön. Yamas, sagt man. Yamas. Ne? Yamas. Yamas, alles Gute und bis zum nächsten Mal bei Music Store TV.